Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder hier im LSP Store in Bonn unterwegs und ich habe hier den Flo dabei. Heute aktuelles Thema Gelenkprobleme, weil Anlass dazu ist meine eigene Schulter, die aktuell Probleme macht. Und da habe ich den Flo dann mal um Hilfe gefragt und deswegen sind wir heute hier, um euch so ein paar Produkte einfach mal vorzustellen. Ja Flo, was haben wir denn mitgebracht? Eigentlich haben wir so einmal die Gesundheitspalette so quasi am Start, abgesehen jetzt von Proteinen, die kennt jetzt jeder, muss jetzt heute nicht extra sein. Aber MSM, Magnesium, Zink, Glucosamin, Chondroitin und Omega 3 habe ich mal so parat gestellt für das Thema. Okay, fangen wir mal mit Omega 3 an. Ich glaube, das kennen die meisten Leute, wissen schon mal, was Omega 3 Öl ist, ne? Fischöl? Kennt fast jeder, ja. Ist in dem Fall auch tatsächlich Fischöl, also nicht vegan von uns. Nicht veganes Omega 3, Leute. Okay. Wofür ist das Ganze gut? Also Omega 3 ist ja eigentlich, brauchen die Meerestiere das ja tatsächlich, also so Robben, Wale, Pipo und Tralala, die da sind, wo es kalt ist, um eben die Fließfähigkeit des Blutes zu verbessern, zu gewährleisten. Und dafür fressen die halt dann den ganzen Krill und Plankton und so ein Scheiß, wo das viel auch mit drin ist. Und dadurch können die halt eben bei den kalten Temperaturen trotzdem diese Eigenschaften dann halt nutzen, dass es eben die Gefäße elastisch hält, die Arterien elastisch hält, sodass das Blut besser fließen kann. Und genau den Effekt können wir Menschen für uns halt auch zunutze machen. Darum ist es gerade bei eigentlich jetzt speziell Gelenke, kommen wir gleich noch zu, aber vor allem fürs Herz einfach besser. Okay. Dann das nächste in der Reihe. Das ist so ein Produkt, da ist das Ganze gar nicht bewiesen, dass es überhaupt was bringt, aber Glucosamin war tatsächlich das erste Produkt, was ich von LSP gekauft habe. Mir hilft es sehr gut. Flo, was kannst du uns noch Näheres dazu sagen? Ja, also Glucosamin, da ist auch wieder das Chondroitin eigentlich so der interessantere Part an dem ganzen Teil. Das Glucosamin verstärkt das Ganze nur einfach. Ist, im Grunde genommen gibt es das schon in unserem Körper drin. Wir erhöhen das einfach die Gabe, zu vergleichen wie beim Kreatin. Kreatin ist im Körper, wir nehmen es extra, damit es besser funktioniert. Das gleiche gilt für das Chondroitin mit dem Glucosamin zusammen. Und wo wir dann direkt wieder den Bogen zurückschlagen können, den kleinen Bogen für Omega 3. Es ist nachgewiesen worden tatsächlich, dass die Kombination die Wirkung von Chondroitin und Glucosamin um ein Drittel verstärkt, wenn man es mit Omega 3 kombiniert. Und es ist im Grunde genommen ein Gelenknährstoff. Es ist im Gelenk da und sorgt halt einfach dafür, dass Knorpel und Co. weiter funktionieren. Heißt empfehlenswert beides zusammen. Auf jeden Fall ist die Kombination aus den beiden mit am besten. So, nächstes Produkt. Zink habe ich auch zu Hause sogar. Wofür nehmen wir Zink? Haut, Haare, Nägel, Immunsystem. Ganz, ganz wichtig, Immunsystem. Sorgt halt wirklich, ich empfehle es im Winter ganz gerne mit Magnesium und Vitamin C. Einfach gegen sämtliche Infekte. Nicht immun zu bleiben, aber zumindest gesichert in die Zeit reinzugehen. Wie gesagt, fällt für mich in die Kategorie mit in Gesundheit mit rein. Ist halt auch entzündungshemmend, sollte auf jeden Fall mit eingebaut werden. Ich finde persönlich auch, Zink gehört so zu den absoluten Basics, die man eigentlich immer durchgehend eigentlich nehmen sollte. Also ich nehme Zink immer. Sportler, ne? Jeder Sportler nimmt das Ganze hier. Hier steht es auch drauf, Hashtag Essentials. Das ist bei uns jetzt noch zusätzlich mit dem Wirkverstärker, kommen die mit Histidin, haben viele vielleicht schon mal gehört. Wenn man die in der Apotheke holt, ist auch immer drin. Genau, Histidin ist einfach ein Wirkverstärker, dass der Körper das schneller aufnehmen kann am Ende und es nicht zu lange dauert. Genau, und dann hier die größte Dose von allem. MSM wirbt sogar mit Joint Support. Flo, was hat es denn damit auf sich? Da dürfen wir es tatsächlich. Also im MSM ist ein Stoff enthalten, also der enthaltene Schwefel im MSM ist auch mal wieder im Körper schon unterwegs, ist ein großer Bestandteil von Knochen und von vor allem Gelenkknorpel, Gelenkschmiere und so weiter. Empfehlen wir auch eine tägliche Einnahme von tatsächlich. Es hat keinerlei negative Nebenwirkungen. Es sorgt einfach dafür, dass wirklich die Gelenkfunktion beibehalten wird, so gut es geht. Und es wirkt halt entzündungshemmend. Das heißt, gerade bei dir jetzt mit der, das hat ja glaube ich mit der Bizepsenentzündung angefangen. Ja. So, wenn du da halt frühzeitig so ein bisschen gegensteuert hättest und nicht so wie ein Bilder weitergemacht hättest mit dem Sport, hätte man es vielleicht schneller weggekriegt. Ich meine, so kriegst du es auch irgendwie auf die Kette. Aber da ist halt sowas sehr, 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 sehr sinnvoll, das wirklich jeden Tag irgendwie zu einer Mahlzeit einzubauen. Schmeckt nicht so pralle, aber geht auch. Ja, aber wenn es hilft, ne? Also ich falle jetzt lange aus, kann nicht richtig trainieren. Vielleicht hätte sowas ein bisschen geholfen. Das ist übrigens vegan. Ja. Steht sogar drauf. Also hier könnt ihr auf jeden Fall euch mal anschauen, auch im Shop.
Denkt dran, nur diesen Monat noch gibt es mit dem Code DAYA20 20% auf alle Artikel. Danach wieder nur 15%. Also wenn ihr noch irgendwas braucht, schlagt auf jeden Fall jetzt zu. Es lohnt sich. Versand ist kostenlos. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, ich persönlich gerade nicht. Aber ihr da draußen, ihr seid jetzt gefragt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr gerne noch mal sehen wollt. Wir haben hier eigentlich wirklich alles im Store. Also könnten wir euch auch alles erklären und einmal vorstellen. Also haut mal kräftig in die Tasten. Flo, ich bedanke mich. Sehr gerne. Wir sehen uns dann wieder nächsten Monat, komme ich wieder vorbei. Vielleicht habt ihr dann schon was in die Kommentare geschrieben, was dann kommt. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Leute, nicht vergessen, eine wichtige Info habe ich noch für euch. Und zwar am Samstag, den 30. kommt Dennis Wolf hier vorbei im Store. Old King Café in Bonn. Schaut vorbei. Um 10 Uhr geht's los. Es ist kostenlos, das heißt, ihr könnt einfach vorbeikommen. 30% Rabatt auf alle Sachen im Store an dem Tag und ein bisschen Programm nebenbei so. Oh shit, Leute. 30% Rabatt an diesem Tag im Store. Also, wenn ihr was braucht, kommt auf jeden Fall vorbei. Und ein bisschen Programm drumherum. Ich werde versuchen, auch vorbeizukommen. Vielleicht sehen wir uns dann sogar hier. Also, kommt vorbei, merkt euch das Datum. Ich schreibe es euch auch hier unten nochmal in die Beschreibung rein, damit es mit am Start ist und ihr euch das auch mal abfotografieren könnt. So, in diesem Sinne, vielleicht bis zum 30. dann treffen wir uns mal live.